Wir haben heute ein unfassbares Video, denn 5 deutsche Spieler haben einfach mal die 1 Million Juwelen in Brawl Stars gewonnen. Wie das Ganze möglich ist und was das bedeutet, sehen wir uns im heutigen Video an. Es ist unglaublich, ich kann es echt nicht fassen. Viel Spaß. Creator Code? Jo Jonas. An der Stelle schon mal eine riesige Ankündigung. Ich durfte mit Tobi zusammen die 1 Million Juwelen auf seinem Account ausgeben. Alle Brawler kaufen, alle Skins kaufen und vieles mehr. Das Video kommt morgen, also wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Es wird absolut krank werden. So einen Weltrekord hat es noch nie gegeben. Okay, was hier passiert ist, ist einfach nur unglaublich. Wir hatten vor 2 Wochen den Start des Brawl Together Events in Brawl Stars. Dort mussten wir zusammen Brawl Stars spielen und hatten extremst krasse Preise. So zum Beispiel doppelte XP, doppelte Masteries, mythischer Start, legendäres Startup am Ende und Münzen, glaube ich, auch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ein sehr geiles Event, es ist super krass angekommen und weltweit haben unfassbar viele Leute Brawl Stars gespielt. Unter anderem sind auch die Server zusammengebrochen, weil eben zu viele Leute gespielt haben. Nun gab es aber eben auch dieses krasse Gewinnspiel, denn unter 1000 Leuten werden einfach mal, 150 Juwelen verlost. Jetzt habe ich es hier verloren, da sehen wir es nochmal. Das bedeutet, 1000 Leute, 150 Juwelen, das heißt jeweils Juwelen im Wert von 10 Euro, also ein ziemlich geiler Juwelenpreis. Das ist aber an sich nicht so Besonderes. Das Krasse war natürlich eher diese 5 Friendship-Tickets, haben die glaube ich, genannt, also Freundschaftstickets. Und diese Tickets sind einfach nur absolut insane, denn da machen sie was, was sie so noch nicht direkt gemacht hatten. Und zwar verlosen sie direkt, wir sehen es hier nochmal, 1 Million Gems. 1 Million Gems einfach. Sie hatten in der Vergangenheit schon einmal 5 goldene Codes gehabt. Hier konnte man sich sogar alles wünschen, was man in Brawl Stars will. Und da hatte sich eben ein Gewinner die 1 Million gewünscht. Und deswegen dachten sie sich bestimmt, dieses Mal müssen wir das einfach direkt raushauen. Na, als Erklärung konntet ihr euch da eben direkt zum Beispiel irgendwie alle Skins wünschen, dass irgendwie Marcio oder Danny direkt euer Freund in Brawl Stars bekommt oder alles andere. Aber ich denke, die 1 Million Gems sind halt natürlich schon dann so ziemlich am krassesten gewesen. Ich meine, wenn man sich so überlegt, da kann man sich dann sowieso ja alles damit kaufen, ne? Und so hat es sich ein Gewinner getraut, eben nach den 1 Million Gems zu fragen. Und sie haben seinen Wunsch wahrgemacht und ihm wirklich die 1 Million Gems auch aufgeladen. Und das muss man wirklich sagen, werden sich die anderen bestimmt ganz schön, und da werden sich die anderen bestimmt ganz schön geärgert haben, die sich da bestimmt mit ihrem goldenen Code eben keine 1 Million Gems gewünscht haben. Da hätte ich mich sehr geärgert. Okay, wie konnten die 1 Million Gems gewonnen werden? Wir haben vor 2 Wochen dieses krasse Comeback hier von Landi. Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Wer Landi nicht kennt, Landi war früher immer eigentlich Platz 1 in Deutschland, hat die meisten Spielstunden weltweit gehabt. Also absolut kranke, ja, kann man sagen, Brawl Stars Legende. Ich glaube über 200 oder... Das schauen 300.000 Abos, glaube ich. Ja, über 200.000 Abonnenten. Und ja, er erklärt ja eigentlich nur, warum er eben aufgehört hat. Hat ungefähr vor so 2 Jahren, glaube ich, aufgehört, weil er zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr so viel Spaß an Brawl Stars hatte. Und er zeigt eben vor allem seinen Account. Und wie ihr seht, sind da noch unfassbar viele Brawler eben auf 0 Trophäen. Und das wird hier, glaube ich, schon sehr, sehr entscheidend sein für die 1 Million Gems. Das ist zumindest meine Erklärung, wie das Unfassbare hier überhaupt möglich sein kann. Als nächsten Schritt nämlich hat Landi etwas ganz Einfaches vor. Er maxt nämlich seinen kompletten Account. Sprich, er nimmt einfach seine kompletten Münzen, Powerpunkte und alles in die Hand und ja, bringt eben jeden Brawler auf maximales Power 11, Gears und so weiter und so fort. Das heißt, er hat jetzt einen Account mit ganz vielen Brawlern auf 0 Trophäen und Power Level 11. Doch nur eine Woche später kommt ein weiteres Video von Landi und er erzählt, dass er nur noch 20.000 Trophäen hat. Also er hat ungefähr die Hälfte seiner Trophäen verloren. Er war ja früher schon Platz 1 in Deutschland, hat jetzt nur noch 38.000 und ist jetzt nur noch auf 20.000 Trophäen. Was ist denn da bitte passiert? Wir sehen Rang 35, 200 Trophäen. WTF? Was macht er da? Und tatsächlich macht Landi einfach Folgendes. Er droppt seine Brawler, denn sein Ziel, also er lässt seine Brawler absichtlich Trophäen verlieren, denn sein Ziel ist es, eine Weltrekord-Siegesserie aufzustellen. Und dafür will er natürlich möglichst gut alle Brawler hier runterdroppen lassen. Junge, es ist so krass, wir müssen uns gerade nochmal anschauen, was wir hier eigentlich sehen. Ist wirklich absolut unglaublich. Ihr seht, hier sind die ganzen 9 Brawler, Power 1, Power Level 11, 0 Trophäen, Power Level 11. Aber, wenn wir höher gehen, das sind alles Rang 35er. Rang 35er, also die auf 1250 Trophäen waren, die er auf schon 200 bis 300 Trophäen runtergedroppt hat. Die höchsten sind bei ihm jetzt auf 406. Das ist wirklich absolut unglaublich. Und ihr werdet gleich verstehen, was das Ganze jetzt hier mit dem Weltrekord zu tun hat. Und so droppt Landi immer weiter. Und das alles gleichzeitig in den 2 Wochen, während das Brawl Together Event läuft und damit auch das 1 Million Gems Gewinnspiel. Und wir sehen, er hat inzwischen nur noch 12.500 Trophäen. Das bedeutet, er droppt wirklich unter die 10.000. Und er will wirklich, er fragt in diesem Video nach,
Er will wirklich jeden Brawler nämlich auf nur noch 49 Trophäen droppen. Junge, was ist das denn? Digga, Landi, was machst du da? Junge, jeder Brawler auf 49, das ist die niedrigste Trophäenzahl, die es geht. Genau, also früher ging auch teilweise mal 0, aber inzwischen geht maximal nur noch maximal nur noch 49 Trophäen mit jedem Brawler. Das heißt, er will wirklich auf die niedrigste Trophäenzahl, um dann eben den maximalen Weltrekord rauszuholen. Und das sieht halt absolut krank aus, vor allem mit diesen ganzen Rang 35ern. Gut, da unten sind auch ein paar Nuller dabei natürlich, ne, aber mal schauen, was er da noch so oben drin hat, wenn das gezeigt hat. Ja, da oben hat noch so ein paar auf 300. Und die will er halt ernsthaft auch noch droppen, das ist unfassbar. Und so auch am Stream vom 9. Februar. Er schreibt hier übrigens immer rein, Brawler droppen für Winstreak-Weltrekord. Der aktuelle Weltrekord liegt übrigens gerade bei 1300. Und er wird jetzt auch in ein bis zwei Tagen starten. Und ihr seht schon, er hat nur noch die 6100 Trophäen. Es ist wirklich absolut unglaublich, wie er hier gedroppt ist. Und ihr seht jetzt schon, im Posteingang ist ein Ausrufezeichen. Er hat insgesamt zu diesem Zeitpunkt übrigens 32.000 Trophäen verloren. Das ist absolut insane, das müsst ihr euch mal überlegen. Wir schauen jetzt erstmal rein, was es hier genau ist. Da ist es. So, er sagt erstmal gar nichts die ganze Zeit und kannst glaube ich auch selber nicht fassen. Schau das euch an. Ja, SafeJet sehe ich so aus als clickbaitig oder was? Ja, sehe ich so aus als clickbaitig. Ich hätte safe gedacht, dass er clickbaitet, wenn ich das gesehen hätte. Ich meine, wie wahrscheinlich ist das? What the hell, bro? Das ist unfassbar. What the hell, bro? Das ist jetzt seine Reaktion. Ey, Donation von 1 Million, also auf Englisch oder auf Deutsch, Spende von 1 Million Juwelen praktisch. Danke dir für Brawling Together, wie auch immer, also das Event. Es ist unfassbar. Vor 20 Minuten ist er direkt live gegangen. Er hat wirklich die 1 Million Gems gewonnen. Oh, okay, wir hören erstmal hier, wir was er sagt. Wirklich 1 Million Star Power. 1 Million Star Power. 1 Million Star Power. Gewonnen, Leute. Was zur Hölle? 1 Million. Also ihr seht, das kann es wirklich selbst nicht fassen. Auch 1 Million bekommen. Warte kurz, Wisser, ich steck Kopfhörer rein. Ja, er hat es gerade schon gesagt, sein Team bekommt nämlich auch 1 Million. Dazu kommen wir direkt noch. So, dann hat Landi erstmal versucht, mich anzurufen, aber... Ja, geht keiner ran. Aber war übel genervt, weil ich unterwegs war und nicht rangehen konnte. Einmal was in seinem Leben und dann geht keiner ran. Ja, ich konnte halt nicht rangehen in dem Moment. Ich weiß gar nicht, welche. Okay, wie ist das überhaupt möglich? Ich habe eine relativ leichte Erklärung, die natürlich auch Sinn macht. Und zwar, ihr seht eben, Landi ist 32.000 Trophäen gedroppt. Das heißt, er muss ja auch erstmal genügend Games machen und auch vor allem auf niedrigen Trophäen auch die ganzen Spiele machen, um so viele Trophäen zu verlieren. Das bedeutet, ich vermute mal, das ist die einzige sinnvolle Erklärung, dass man einfach ja, höhere Chancen hatte, wenn man eben mehr Matches gespielt hat. Ich glaube, keiner weltweit hat so viele Matches gespielt wie Landi. Ich habe gehört, irgendwie 10 bis 16 Stunden am Tag hat er einfach nur ja, die ganze Zeit halt Games gemacht und halt verloren, um eben seine Brawler zu droppen. Und ja, damit insgesamt, ich kann es ja nur schätzen, wahrscheinlich mehrere tausend Spiele gemacht. Ich schätze, so viel wie kein anderer Spieler weltweit. Denn ansonsten wäre die Chance übrigens 1 zu 1 Million gewesen. Also eigentlich absolut unmöglich. Ungefähr halt so wie im Lotto zu gewinnen. Aber klar, es ist trotzdem möglich. Jetzt wird es aber noch krasser. Denn wenn ein Spieler die 1 Million Gems gewinnt, haben sie schon gesagt im Video, dass auch seine 4 Teammates, mit denen er am meisten gespielt hat, ebenfalls die 1 Million Gems gewinnen. Und so eben auch Tobi tatsächlich. Tobi hier, einer der Mates gewesen. Und tatsächlich habt ihr auch schon gesehen, Landis Account war ja maxed. Aber das hier ist einfach der zweite Account von Tobi. Übrigens weitere Mates hier, Swisser und Fetter Burger und auch noch ein Zuschauer, der David hieß, der glaube ich auch eine ganze Menge bekommen hat. Fetter Burger zum Beispiel auch, habe ich glaube ich auch schon öfters in den Streams gesehen. Er ist komplett free to play, hat einfach kein Geld ausgegeben und bekommt einfach die 1 Million Gems. Und das bringt ihm natürlich auch viel mehr als jetzt irgendwie einen YouTuber wie Landi. Aber ja, das ist natürlich absolut krass. Auch Swisser weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber bestimmt auch absolut insane für ihn. Aber zurück zu Tobi, wir schauen uns an, was er jetzt hier sagt zu seinen 1 Million Gems, was er sich denkt. Nur im Startzeit, gerne ein Abo dalassen. Perfekt, erstmal Abo dalassen, könnt ihr gerne machen. Ja, Kanäle sind auch verlinkt. 1 Million Juwelen. Er sagt einfach nur 1 Million Juwelen. Spende von 1 und liest hier den Nachricht vor. Ja, er sagt es ja auch nochmal. Also er ist die ganze Zeit halt wirklich nur Trophäen gedroppt mit Landi und hat trotzdem hier eben die 1 Million Juwelen gewonnen, weil es wahrscheinlich nach Anzahl der gespielten Matches irgendwie ging. Schätze ich mal zumindest. Aber das Ding ist, es gilt ja nur für Landi. Also ich kann es nicht genau sagen, wie es am Ende gemacht wurde. Okay, wir schauen uns hier, wie Landi die 1 Million jetzt noch abholt. 2, 1 und let's go! Alter. 1 Million Gems. Leute, 1 Million Gems. Viele von euch, ne? Schreibt gerne mal in den Kommentaren, Chat. Gönnt ihr mir oder nicht? Ich spiele jetzt erst seit 2 Wochen Brawl Stars wieder. Also viele gönnen ihm nicht, aber ich sag ehrlich, ich gönn's Landi schon auf jeden Fall. Ne? Ich meine, man sollte auch immer gönnen können. Ich brauche die Million, ist auch nicht so dringend. Ne? Aber ganz ehrlich, es ist auch einfach, man sollte einfach anderen auch gönnen können. Ne? Unabhängig davon, ob man sie jetzt selber dringender braucht. Man kann sich auch für andere freuen. So, ich will gerade mal sehen, wie die 1 Million Gems auch vor allem reinkommen.
Da. Achso, nee, warte. 1.000.553. Es ist absolut insane, was hier abgeht, Leute. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Schaut sich an, ey. Wahnsinn. Das krasseste ist, Tobi ist wie gesagt auf seinem Account noch nicht Max. Und das bedeutet, ich durfte mit Tobi zusammen aufnehmen, wie er die 1 Million Gems ausgibt und sich einen kompletten Max-Account, alle Brawler, alle Skins und alle Brawler Power 11 kauft. Und wie teuer das Ganze ist und wie das Ganze aussehen wird, werdet ihr morgen sehen. Ich hoffe, das Video wird bis morgen fertig, war nämlich ziemlich aufwendig. Also lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Und ansonsten, danke für jeden Support. Schaut auch gerne bei Tobi und Landi vorbei, die sind ganz oben verlinkt. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Und ich kann es nicht fassen, es wird zu geil werden, das Video aufzunehmen. Bis zum nächsten Video. Hype auf das Video auf jeden Fall. Ciao.